Hallo und herzlich willkommen bei dem Höhlensimulator. Nein, das stimmt natürlich nicht. Wir sind immer noch bei The Forest hier auf unserem oder beziehungsweise auf meinem Kanal. Und wir haben ja gesagt, wir wollen heute mal da runterlaufen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ja, einigen ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich habe jetzt mich für eine andere Upload Strategie möchte ich nicht sagen, aber ich möchte es einfach für mich besser machen. Und zwar machen wir das jetzt so, dass die Videos entweder alle zweimal in der Woche kommen. Einmal Uncharted und einmal hier The Forest, dass ich halt praktisch an 2 Tagen in der Woche jeweils immer irgendwie eine Folge hochlade. Oh hey! Und hier haben wir die Taucherausrüstung. Sehr gut. Das heißt, wir können weiter forschen. Ja, ich bleib mal kurz stehen, dann erkläre ich euch mal ein bisschen was. Also, viele, die jetzt hier schon ein bisschen zuschauen, die haben natürlich gemerkt, dass am Anfang kam halt eigentlich jeden Tag eine Folge von irgendeinem Spiel, was wir gerade aufgenommen haben. Und ich wollte halt einfach diesen Rhythmus anders machen, weil dieses, ich muss Folgen aufnehmen, ich muss Folgen aufnehmen, nur um halt eine bestimmte Anzahl an Videos zu schaffen, ist halt sehr stressig für mich persönlich. Zum jetzigen Zeitpunkt, während ich dieses Video aufnehme, weiß ich nicht, ob ich schon einen Livestream gemacht habe oder nicht. Sollte dies nicht der Fall sein, wird auf jeden Fall ein Livestream noch kommen mit einem komplett neuen Setting mit OBS. Ich habe mich halt in der Zeit jetzt, wo keine Videos kamen, damit auseinandergesetzt, wie ich was machen kann, etc. pp. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte einfach hier ein anderes einen anderen Upload-Rhythmus einführen, damit ich mich halt auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Ich möchte gerne, dass vielleicht hier und da mehr Livestreams passieren, einfach spontan. Dann werdet ihr natürlich benachrichtigt, wenn ihr mir auf Twitch TV folgt, Lordinator TV. Und hier werden vielleicht dann auf YouTube ein paar Highlights hochgeladen werden. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ne, wir spielen jetzt noch Uncharted zu Ende. Und The Forest bleibt erstmal. Und dann habe ich wahrscheinlich noch ein kleines Mini-Let's Play, The Unfinished Swan. Da muss ich aber überlegen, ob das hier auf dem YouTube-Channel kommt oder ob wir das halt im Livestream spielen. Das müssen wir einfach gucken. So, ja, das ist erstmal so eine kleine Neuerung, beziehungsweise eine kleine Info an euch. Und dann würde ich sagen, angelegt und abgetaucht. Und dann schauen wir mal hier, wo es uns hintreibt. Weil, ja, einfach um nochmal ein Thema zurückzukommen, dieser Stress, den man sich einfach selber macht, der ist halt auch nicht gesund, ne? Wenn man dann sagt, ich muss halt in einer bestimmten Zeit so und so viel Videos hochladen, es ist einfach nicht gesund. Ich meine, ich nehme viele Videos in Vorproduktion auf. Und ich müsste einfach bloß sagen, okay, ich lade jetzt hoch. Aber ihr müsst halt auch sehen, dass dieses Video. Boah, Alter, jetzt habe ich mich erschrocken. Verdammte Scheiße. Und jetzt sind wir auch noch gestorben. Oder wir sind bewusst. Nee, ich glaube, wir sind gestorben, oder? Was ist passiert? Wo zur Hölle kamen die denn bitte her?
Ja. Und ich möchte einfach mich noch auf andere Projekte ja, konzentrieren. Wenn das passende Equipment halt, wie gesagt, auch da ist, werden hier und da bestimmte Livestreams kommen. Also ich versuche die Livestreams halt so gut wie möglich zu machen, ne? Ja. Wartet mal. Ne, okay, kann ich nicht machen gerade. Wartet mal kurz. Nur mal so als kleine Randnot. Was ist jetzt los? Hallo? Oh nee, oder? Ernsthaft? Ich kann nichts mehr machen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wo hängt der denn fest? Ich kann nichts machen. Okay, dann lade ich das Spiel nochmal neu und wir sehen uns gleich wieder Und nach willkommen einer zurück. Pause. Ja, ich bin jetzt einfach mal schnell nochmal hierher gekommen, habe uns nochmal die Tauchausrüstung geholt. Ich weiß gar nicht, was da los war, wo die Babys herkamen plötzlich und wieso, weshalb. Was? Wieso, weshalb der da plötzlich diesen kleinen Grafikfehler hatte. By the way, ich habe ein Kreuz gefunden. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob der das hier irgendwo reingeschmissen hat. Ich glaube aber nicht. Lasst uns mal durchgucken. Nee, hat er nicht. Schade. Ich hätte euch das gern gezeigt. Ich war aber leider nicht so schnell. Ich sehe es hier aber auch nicht. Es war halt ein Kreuz, ne, wie man es halt kennt aus der Kirche. Und würde ich sagen, Versuch Nummer 2. Angelegt und abgetaucht, die zweite. So, und wir müssen aufpassen, da sind ja die Babys. Das heißt, entweder wir werden sterben. Oder halt auch nicht, ne? Das kommt halt jetzt drauf an. Sind wir clever genug? Ich liebe diese Taschenlampe. Was haben wir hier? Ah, nur öde. Ich höre es doch hier schon wieder klatschen. Auf zu zittern hier. Okay, wir haben keine. So, wir versuchen es noch mal. Mal gucken, ob das klappt. Ich frage. Oha. Was ist los? Was ist los? Ah, scheiße, uns ist kalt, uns ist kalt, uns ist kalt. Oh, hoffentlich bringt das was, hoffentlich bringt das. Ja, es bringt was, es bringt was. Oh, verdammt. Es bringt was, liebe Leute. Komm, pack dein komisches Ding da weg. Kacke. Ich habe halt null Energie. Also ich habe nichts mit. Wir können jetzt praktisch die Taschenlampe hier. Ich zeig euch das mal schnell. Wie war das? So. Da haben wir halt jetzt einen Bogen mit Taschenlampe. Können ihn aber wieder auseinandernehmen. So dass wir halt alles einzeln haben. Ist ganz gut vielleicht in der Nacht.
Na, da sehe ich doch noch ein bisschen was rumkrauchen. Wir versuchen es mal. Okay, es hat nicht geklappt. Ich sehe es aber. Ja, das ist sehr grauenvoll, ich weiß. Ich versuch's noch mal. Oh, ich hoffe, das war's letzte. So. Haben wir wenigstens das? Ja, für alle, ne? So sieht das aus. Nur mal so, by the way. Warum geht eigentlich unsere Lampe nicht aus? Sie müsste doch eigentlich ausgehen. Was ist das, Dynamit? Hier drin. Dynamit haben wir also genug. Oh mein Gott. We have Pilz. Oh, we have Pilz hört sich komisch an. Wir haben Medizin gefunden, ist besser. So, dann tauchen wir mal weiter. Oh, endlich. Das wurde ja auch langsam mal Zeit. Können wir denn hier ein bisschen? Nee, können wir nicht. Jetzt haben wir Stand. Ah, oh, okay. Wo sind wir gelandet? Dir ist kalt. Ich weiß. Deswegen. Oh, hier haben wir noch Taucherflaschen. Wunderbar. Alter, wo sind wir hier gelandet? Hallo? Ist da jemand? Ist hier jemand zufällig? Ah. Oh, heiliger Bimbam. Joa. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollen. Wir brauchen sogar 13 Baumstämme. Ich habe vorhin, glaube ich, gesagt, wir brauchen 3 Baumstämme. Heiliger Bimbam. Ja, schönen guten Tag. Ich komme von der Aufsichtsbehörde. Ich muss mal gucken, ob das hier alles so konform ist. Was ist hier los? Haben die sich hier versteckt? Dieses Wassergeräusch ist auch einfach genial, ne? Da könnte man glatt auf Toilette gehen. Also entweder hat mein Spiel hier einen Bug. 3 alte Pistolenmunition gefunden. Weil eigentlich müsste doch die Taschenlampe aussehen. Oh, was haben wir hier? Aha, das heilige Buch. Okay, alles klar. Beneath the Limestone, forgotten. Okay. Noch eine Bibel. Und was? Hä, was haben wir denn mit so viel Bibel? Das verstehe ich nicht. Ah, Soda. Jetzt hätte das ja. Oh, heiliger. Noch eine Bibel. Das gibt's doch nicht. Was haben wir hier? Oh, wir haben Treibstoff. Jetzt haben wir 4-mal. Du kannst nicht mehr tragen, okay. Ah, wunderbar. Machen wir unser kleines Feuerchen. Hier haben wir Ropes. Ja, super. Oh, was haben wir hier?
Ah, das ist der Bekannte, ne? Und wir haben eine neue Axt gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die würde ich sagen, rüsten wir natürlich gleich erstmal auf. Was haben wir denn? Zwei Zähne. Jawohl. Klemmen wir das erstmal ran hier. Was haben wir dann? Mit Alkohol Schaden. Wir spielen jetzt schon eine Weile, aber merken tue ich mir die meisten Sachen eh nicht. Aber es ist gut, dass man es nachlesen kann, ne? So, machen wir das noch ran hier. Wunderbar. Ah, das gefällt mir. So, dann nehmen wir das hier weg. Machen da gleich eine brennende Waffe draus. Und haben wir denn noch irgendwas? Ne, Federn haben wir leider nicht. Zähne haben wir nicht. Bären haben wir nicht. Das müssen wir aber uns aber wahrscheinlich als nächstes machen. So, ein kleiner Steinbeutel. Ein Köcher. Ein Beutel. Hasenfell, Wärmeanzug. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Weißes T-Shirt und T-Shirt ist immer doof. Ey, ich habe mich jetzt umgezogen, ich wollte das nicht. So. Wolfs-T-Shirt, tarnfarbene Jeans und blaue Beanie. Blaues Hemd. Dunkelgrüne Weste und schwarze Jeans. Geschlossenes Hemd. Ja, okay, das lassen wir erstmal drinnen. So. Ja, da können wir ja ein bisschen was snacken hier. Hier ist schön warm. Hier ist, glaube ich, nur Stoff drinne. Also. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wo müssen wir hin? Wir sind von da gekommen. Okay, das heißt, wir müssen hier lang. Und dann... Sieht aber gut aus. Ist das auch der richtige Weg? Irgendwie habe ich leicht... Oh, wir haben gerade was bekommen ins Notizbuch. Ich versuche mal hochzugehen. Ah, mein Gott. Ah, das ist die Wasserfallhöhle. Bam, 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 bam. To-Do-Liste. Erkunde die Unterwasserhöhle. Aha, okay. Haben wir hiermit also getan. Uns ist cold. So. Ah, ich vergesse mal das komische Tauchergerät abzusetzen. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie war es denn beim ersten Mal. Ich glaube, das hat keine Auswirkungen auf unsere Sauerstoffzufuhr. Ich glaube, das wird nur benutzt, wenn wir halt dann wirklich tauchen gehen, wie es im echten Leben ist. Keine Ahnung, ich war noch nicht tauchen. Fallschirmspringen, da kann ich Lied drüber singen, ja, aber oh, da geht's lang. Wartet mal, uns ist schon wieder kalt. Ich krieg's im Koppe. So, dann machen wir mal hier schnell. Zack. Hoch, jetzt wird's doch gleich wieder mollig warm. Oh, da ist sogar ein... Oh, was? Oh, das haben wir jetzt fast übersehen. Aha. Ein X markiert den Schatz. Aha. Okidoki. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Mensch, das ist aber heute auch eine gute Folge, außer dieser kleine Patzer da mit der Grafik. Aber ansonsten ist, und wir haben noch genug Sauerstoff. Ja, jetzt wo wir die Taucherausrüstung haben, ist es natürlich so, dass uns viele, viele Möglichkeiten. Hallo? Ah, da. Dass uns viele Möglichkeiten wieder eröffnet werden. Und die erste Möglichkeit ist, wir werden wahrscheinlich mal tauchen gehen beim Schiffswrack.
Nice. Wir sind bei unserem Zuhause angekommen. Na, das freut mich ja sehr. Da werden wir gleich mal hochgehen. Definitiv werden uns ein bisschen was zu essen machen. Und dann schauen wir da mal nach. Und dann gehen wir vielleicht schlafen. Ja, uns ist kalt, wir wissen es. Oh. Ja, sehr schön. Besser hätte es doch nicht laufen können. So. Hallo. Wir sind wieder zu Hause. Unsere Falle ist auch noch nicht. Na, aber das ist nicht so schlimm. Stöcke können wir da. Ach so, hier für unser Medizinvorrat. Ja, den werden wir jetzt hier erstmal aufstocken. Und ein bisschen was schnabulieren. So. Sehr gut. Aber wir können nicht mehr tragen. Alles klar. Nicht schlimm. So, aber Alkohol geht immer. Sehr gut. Mach mal an hier. Feuer frei. Und dann ziehen wir erstmal die aus. Wie zieht man die nochmal aus? Tragen, ablegen. Ablegen. So, wir haben unsere Axt. Ey. So, uns ist echt kalt. Dann machen wir uns erstmal ein Lagerfeuer und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir zum Schiffswrack gehen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und...